Hey, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Erotik aus Deutschland. Tja, Spezialausgabe, fragt ihr euch? Heute treffe ich mich mit einem Künstler, mit einem Verführungskünstler, der mir einmal beibringt, wie man Frauen richtig anspricht, wie man Frauen kennenlernt. Ich mache immer nur meine miesen kleinen Gags, aber heute lerne ich einen Meister der Verführung kennen. Ich bin aufgeregt wie ein junges Zirkuspferd vor dem ersten Sprung durch einen Feuerreifen, denn gleich kommt Devil. Ich treffe mich nicht mit irgendeinem Stecher. Ich treffe einen Vollprofi mit Verführungspseudonym. Devil gibt Flirtseminare für viel Geld und seine Videos haben auf YouTube zehntausende Klicks. Hallo und willkommen beim Devil Method Basis Crashkurs. Du bist hier, um die Kunst der Verführung zu lernen? Du willst deine Ängste besiegen? Oder einfach nur bezaubernde, schöne Frauen ansprechen können, überall dort, wo du gerade bist? Okay. Ich zeige dir, wie du das kannst. Hey! Ah, servus. Hat geklappt. Cool. Hat geklappt. Unglaublich. Du bist Devil. Ja, genau. Olli Schulz, ich bin froh, dass du gekommen bist heute. Wirklich, ich bin sehr glücklich. Ich würde auch gerne mal wirklich wissen, wie das funktioniert, Frauen kennenzulernen. Da habe ich im Internet eingegeben, Meister der Verführung. Und dann ist ganz oft der Begriff Pickup-Artist aufgetaucht, den ich vorher nicht kannte. Kannst du mir erklären, was das ist, ein Pickup-Artist? Pickup-Artist kommt ja aus dem Englischen und bedeutet so viel wie Aufreißerkünstler. Im Grunde ist es jetzt aber Persönlichkeitsentwicklung. Es geht darum, dass man sich als Mann weiterentwickelt, sich festigt und dadurch interessanter wird und natürlich auch Frauen kennenlernt. Was ist das Ziel? Die Frauen kennenzulernen oder die flachzulegen, sag ich jetzt mal, gleich mit denen? Nee, genau das ist das Ding. Viele denken, es geht darum, du lernst viele Frauen kennen und legst sie flach. Es geht darum, andere Menschen zu bereichern. Du lernst eine Frau kennen, schenkst ihr tolle Emotionen, tolle Gefühle. Du siehst dieses Glitzern in ihren Augen. Du siehst, wie sie auflebt. Und das gibt dir doch auch ein tolles Gefühl. Du tust die ganze Zeit so, als wenn du so Gandhi-mäßig drauf bist. Aber es geht doch eigentlich auch ein bisschen hierum, oder nicht? Okay. Jeder Mensch will Spaß. Und klar will ich auch irgendwann Sex. Und sorry, ich habe gerade viel zu viel Banane. Ja, schon okay. Und jetzt gehen wir gleich irgendwo hin, wo so ein Jagdrevier ist. Hast du so ein Jagdrevier? Gibt es so was wie ein Jagdrevier, wo man hingeht? Die ganze Welt. Ich möchte, dass das letzte Bild dieser Reportage ist, wie du mir zuwinkst und ich so mit zwei Mädels Arm in Arm die Einkaufspassage runtermassiere. Ich mach das klar. Der Großmeister der Verführung zeigt mir, wie man Hokuspokus-Coitus, eine Telefonnummer von einem Girl, abchecken kann. Oder wie Devil es nennt, das Game. Denn für Pickup-Artists ist Aufreißen nur ein Spiel. Hütchenspieler der Lust. Und Devil will mir zeigen, wie das Spiel funktioniert. Ich bin mal gespannt, was der Devil jetzt drauf hat, ob ich jetzt echt was lernen kann. Ich habe noch nie jemanden angesprochen im Einkaufszentrum. Wäre mir mega peinlich. Einmal habe ich ihn mal angesprochen, die ist weggelaufen und hat gedacht, ich bin irgendwie so ein Sexkranker, der gerade entflohen ist. Entschuldigung, hast du hier irgendwo eine Post gesehen, hier oben? Oh, Achtung, er geht los, er legt los. Ist hier irgendwo eine Post? Post? Ja. Kommst du aus Berlin? Entschuldigung, kennst du dich hier aus? Ich suche hier eigentlich eine Post. Kennst du es noch, wo man diese viereckigen Dinger abgibt, was vor E-Mail war? Ja, ich weiß okay. Nicht, wo das ist. Oh, mega peinlich. Ah, woher kommst du? Du hast einen interessanten Akzent. Aus Brasilien. Brasilien? Wow, und was machst du hier? Du studierst hier? Ich muss leider gehen, weil ich... Ja, mach das. Alles klar. Ciao. Oh, ich krieg Gänsehaut am ganzen Körper. Na, klappt das schon mal hervorragend, Mensch. Entschuldigung, sag mal, bist du mit? Nein, no. Ja, neuerdings, aber erst. Ah, okay. Ich suche heute Abend irgendwie einen Club zum Weggehen. Und ich suche heute Abend einen Club zum Weggehen. Also ganz ehrlich, Internet. Ich bin mich einer voller. Ich gucke im Internet. Da sind 1000 Clubs. Und gefällt dir Berlin? Ja. Ist eine aufregende Stadt, oder? Ja. Also, ich finde, man kann immer wieder irgendwas Neues erleben. Oh Gott, was der redet. Ich muss das Ding rausnehmen, ich will das nicht hören. High Five. Schönen Tag noch. Ja, dir auch. Sie guckt, oh, guck mal, wie sie guckt. Wie sie guckt jetzt. Oh, sie wäscht sich voll die Hände ab. So. Hey, sag mal, kommt ihr aus Berlin? Sag mal, bist du Berlinerin? Entschuldigung? Ich suche eine Post. Ich suche nur eine Post. Sag mal, hast du irgendwo eine Post gesehen? Ich find's toll, wie er das macht. Gefällt dir Berlin? Ja.
Du rennst schon wieder weg. Was ist heute los? Was ist heute los, sagt er gerade erst. Die armen Mädchen. Ein Kumpel kommt heute aus Bayern und wir wollen irgendwie weggehen in einen Club oder eine Cocktailbar. Hast du irgendeine Idee? Also, was gibt's denn als einen geileren Upturner, als zu sagen, ein Freund kommt aus Bayern angeflogen? Das klingt ein bisschen wie eine Bedrohung, finde ich. Ich habe ihn wirklich mit Respekt empfangen. Ich habe hinterfragt seinen Job. Ich wollte wissen, wie das funktioniert. Aber was das jetzt hier gerade ist, ne, das ist heiße Luft, das ist ein Furz im leeren Raum, der extrem anfängt zu stinken, finde ich. Ich habe keinen Bock, dass ich jetzt die gleiche Scheiße mache wie der. Ich frag doch keine Frau, wo die Post ist und wo ein Club ist, weil ein Kumpel aus Bayern mit dem Flugzeug heute kommt und wir weggehen wollen. Und dann auf einmal kann ich eine Nummer haben? Das macht man doch nicht. Nein, das macht man doch nicht. Schäme ich mich zu Tode. Dann lieber noch 10-mal Schalzkowski auf den roten Teppich, bevor ich jetzt... Oh,